So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind bei der Quest Phantom der Handelsroute. Haben einen alternativen Eingang gefunden. Das ist nett. Und wir müssen das Wyvern-Nest finden. Dann nehmen wir doch gleich das A-Zeichen. Komm. Bevor die uns hier irgendwie wegfliegen. Ja, ich weiß gar nicht, einer von denen war tot oder nur verschleppt. Und den müssen wir jetzt finden, schrägstrich retten. Und, aha, ich habe mich an die Lücke hier erinnert. Naja, wieder eine Woche rum, Aufnahmezeit. Komm, Geralt. Kletter da jetzt ruf. Das kannst du jetzt nicht tun. Links, rechts. Nochmal ein Eingang. Was ist denn los bei der Höhle? Mensch, Seide? Oh, 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 gefällt mir, gefällt mir. Ist auch besser. Die Waffen waren es nicht, gut. Aber trotzdem, oh. Nochmal hier. Schöne Seiten. Da war eine Leiche. Das Monstrum als da ist eine Beschreibung des Hexers. Oben ist ein Monsternest, wo wir gerade sind. Ach, hier sind wir. Ah, ja, ja, die Vivernen haben wir schon mal gesehen. Was ist das denn für ein cooler Platz? Ich könnte wetten, hier wird bestimmt auch noch eine Quest stattfinden. Puff. Mit so Altar. Aha. Und halben Statuen. Und einem Fass tot. Sehr schön. Oh nö, aber die Vivernen, die waren damals noch viel zu stark. Jetzt ist die Frage, sind wir mit Level 20... Ah, wobei 20? 20 könnte schon möglich sein. Jetzt ist es noch in Frage. Ist 20 möglich? Oder nicht? Oh Gott. Und eigentlich wollte ich auch mal offscreen Karten spielen, aber ich komme irgendwie noch nicht dazu. Zu viele Projekte. Ah ja, da sind sie. 21. Ah ja, doch, jetzt gehen sie. Genau, das waren zwei Nester gleich. So, zack. Und. Oh, die sind bestimmt ein Pärchen. Was? Oh, scheiße, ich habe das Popsprouts-Gegengift getrunken. Ich wollte mich eigentlich nur heilen. Okay, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 will noch Stress. Okay, dann kriegt Nummer 2 Stress. Da sind wir. Pum. Und. Na? Ach, sind dann die Wyvern, die für... Ich glaube, da, wir haben damals das Level von denen gar nicht gesehen. Das war noch als Fragezeichen markiert. Also könnte ich mir vorstellen, dass alle Gegner, die jetzt bisher mit Fragezeichen markiert worden sind, das war ja schon mal ein paar weitere Wyvern und so, dass die eventuell... Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Dass die eventuell... noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Dass die eventuell questrelevant sind. So. Nummer 1. Oh, 20 Erfahrungspunkte. Geile Scheiße. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Ja, das haben wir schon festgestellt, dass es ein Drakonidennest ist. Köder? Oh, jetzt chillen wir hier einfach. Okay. Bis der hier seine zwei entweder Kinder oder Dings sieht. Huhu. Oh, ist toll, dass der so einen Bart hat. Königlicher Wyvern. Aber das wird ein einfacher Kampf, weil wir haben Popspross-Gegengift. Das heißt, seine Popspross-Angriffe, die werden kläglich scheitern. So. Ah, warte. Ah, ich wollte Art machen. Au. Ja, roll, Geralt. Schmeiß ihn runter. Flieg. Nein, nicht uns. Nicht uns. Geralt, nicht uns. Oh, da kommt er angeschissen.
da kommt er angeschissen. Und das war's. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Frank. König. Das ist Frank. Übern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Auch Geralt Frank. Von Riva. Naja, Geralt, ja. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Wie, ihr kennt mich noch gar nicht. Hallo, weißt du, wie viel Scheiß wir schon in dem Land hier getrieben haben? Ah ja, noch auslooten. Loote die Looti. Zack. Und tot. So, Belohnung. Ah ja, Belohnung. Belohnung klingt immer gut. Los, los. Ach schön, jetzt haben wir noch die beiden Monsternester gehabt. Die haben mich schon so ein bisschen gestört da am Rand der Karte. Das war schon ein bisschen nervig. Ah ja, das waren die Wölfe. Die waren ja lächerlich. Chillt doch. Ich reit hier nur. Warum schreit ihr? Was stimmt mit denen nicht? So, ich hab sie gefunden. Ich hab eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Okay, also er war tot, ja. Ja, nimm dies. Dankeschön. Danke. Jetzt kann ich weiter trauern. Mach's gut. Genau wie gerade. Yeah. Was ist aus dem geworden? Cool. 250 Erfahrungspunkte. Da, oh, wir können Absurde herstellen. Ekima. Ja. Gruftweib. Okay. Und Chort. Ja, warum nicht? Och. Also eigentlich fehlen uns hauptsächlich die Mutagene von den Gegnern. Alle weiteren Sachen haben... Was, wir haben kein Krabbspinnenzeug? Kleines rotes Mutagen. Helfer. Okay, Quests. Chort. Köder. Stellen wir nochmal her, komm. Hui. Ja. Und hier fehlen noch... Nigredo, Rubedo... So Zeug. Okay. Gut. Quest, 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 Quest. Eins weiter. Ja, die Main Story, die will jetzt nicht mehr gar nicht, die will gar nicht mehr so in dem Gebiet hier spielen. Arimbjorn, das war immer noch nicht auf der Karte, gell? Nee. Das war, Ah, das war ganz sicher ein Skellige. Gut, Spieler entwählen, sammle sie alle. Ist das auch? Weltkarte, das ist auch Skellige. Auch Skellige. Kabarett? Ach so, Rittersporn. Das ist Skellige. Scheiße, das steht schon drauf. Novigrad. Gewinnturnier. Ja, gewinnt ist alles, dann das mache ich offscreen. Ja, dann machen wir halt noch die Schwerter- und Knödel-Quest. Komm, Level 24, das haben wir quasi schon fast. Das haben wir fast. Oh. Novigrad. Habe ich gerade auf den Schnellreisepunkt geklickt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. War das der weiteste? Nee, Platz des Hierarchen ist schneller. Warte! Ah, da war was. Also entweder Kaufmann überreden. Was stimmt mit euch Leuten nicht, Mensch? Ja. 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 Ich glaube, wir zerstören die Güter. Das ist, glaube ich, schneller.
Ich weiß nicht mehr, was bei dem Überreden war, was man da machen muss. Aber ich glaube, das Güterzerstören geht auf jeden Fall schneller. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich an. Hui, Abkürzung! Yeah. Mein Papa ist ein Soldat. Ja, ja, dein Papa ist voll cool und so. Oh, können wir dich runterarmen? Das war so lustig. Ach, schade. Ist ja so geil, wird's den Vampir so wirklich so wegschleudern. So, boah, geil, Pisse am Steg. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen. Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Gut, richten wir aus. Ja! Es wachsen Palmen auf skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucrus. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Ist dieses Bezaubern cool? Banditen. Oh, schön. Schön. Das soll die Quest ja eigentlich schon jetzt gemacht haben. Wer hat was vollgeschissen? Ja, nicht mein Business. Sind wir quitt? Ja, ja, wir sind mega quitt. Also, was soll's sein? Hier drin? Wie geht's, wie steht's? Ach, stimmt, ja, ja, stimmt, wir waren im Gasthaus, genau, wir haben uns da getroffen. Hallo. So. Jetzt habe ich das für dich erledigt und dann kann ich dem anderen Bescheid geben noch. Ich habe mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Na also. Ende gut, alles gut. So, ja, jetzt müssen wir zu Hattori. Ja, das passt doch perfekt in Part. Und dann kann ich wirklich endlich mal offscreen noch ein bisschen Karten spielen. Und ich hoffe, dann macht's mal ein paar Quests aus dem Inventar weg. So langsam will ich nämlich eigentlich weiter nach Skellige. Natürlich müssen wir davor noch versuchen, König zu ermorden, aber tägliches Business halt. So, Hattori! Du willst endlich wieder mit uns handeln, gell? Andere Seite. So, alles okay bei dir? Hattori. Sucrus hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Bitte, jetzt. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass Knödel oder was? Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Weißt du was, nimm doch einfach mein ganzes Inventar und dann halt die Klappe. In was verwickelst du mich da? Oh. Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen. Triboke, Katapulte. Jo, wir laufen dann mit dem Katapult durch die Gegend. Na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak.
Was zur Hölle hast du vor, Mensch? Hallo, Hattori. Grüß dich, Geralt. Wegen dieses Lagerhauses. Ich hake da nochmal nach. Ja, hast du es dir... Ich bin dran, nee, okay. Ich ab. Viel Glück. Oh, ich dachte, es wäre so eine einfache, kurze Quest. Und wahrscheinlich hat die jetzt nochmal ein höheres Level bekommen. Ne, immer noch 24. Gut. Also ein tödlicher Plan und Kabarett, das sind auf jeden Fall noch zwei größere Quests. Und alles andere, was nicht mit Kartenspielen zu tun hat, ist Skellige. Gut. Dann würde ich sagen, Hexeraufträge hat es auch nur 6. Gut. Und Schatzsuchen. Ja. Davon hat es ein paar mehr. Eine Fehlschlagmission, nein! Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Ich spiele ein bisschen Karten oder so oder auch nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.